hier eine Extremwertaufgabe. Um seinen Verdienst zu optimieren, möchte der Besitzer einer Friteuse die Papiermenge der Frittentüten so gering wie möglich halten. Die Frittentüte wird durch einen Kegel modelliert und muss ein gewisses Volumen V an Fritten enthalten. Frage: Welche sind die optimalen Maße für Radius und Höhe dieser Frittentüten? Wir suchen hier also das Minimum dieser Mantelfläche des Kegels. Wir wissen, dass man den Flächeninhalt der Mantelfläche ausdrücken kann durch Pi mal R mal S, wo S die Länge von dieser Schrägen ist. Wir suchen hier aber Radius und Höhe, der ideale Radius und die ideale Höhe, damit diese Mantelfläche so klein wie möglich ist. Deshalb werden wir diese Schräge S mit R und H ausdrücken. Das geht leicht durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck. Hier gilt R² plus H² gleich S². Also ist S gleich zur Quadratwurzel von R² plus H². Und somit haben wir den Inhalt der Mantelfläche mit den zwei Variablen R und H ausgedrückt. Beide Zahlen variieren, denn wenn man hier R verändert, dann wird die Höhe H sich dementsprechend mit verändern, weil der Rauminhalt von dem Kegel ja angegeben ist. Wir werden jetzt versuchen, A mit der einzigen Variablen R auszudrücken. Und deshalb werden wir H anhand von R ausdrücken. Auch das geht leicht, denn der Rauminhalt von dem Kegel wird ja angegeben. Der Rauminhalt von dem Kegel wird berechnet durch diese Basisfläche Pi R² mal die Höhe H des Kegels geteilt durch 3. Und daraus schließen wir, dass die Höhe H dasselbe ist wie 3 mal diese angegebene Konstante V geteilt durch Pi R². So konnten wir also H anhand der Variablen R ausdrücken. Und hier können wir dieses H jetzt durch diesen Bruch ersetzen. Somit haben wir den Flächeninhalt der Mantelfläche des Kegels mit der einzigen Variablen R ausgedrückt. Es ist also Pi mal R mal diese Quadratwurzel. Und in dieser Wurzel wurde H durch diesen Bruch ersetzt. Das führt dann zu diesem Produkt. Jetzt setzen wir den Faktor Pi mal R noch unter diese Wurzel. Da wird er zu Pi Quadrat mal R Quadrat und auf diese Summe verteilt. Das führt dann sehr schnell zu dieser Quadratwurzel. Von diesem Flächeninhalt suchen wir ein Minimum. Deshalb werden wir diesen Flächeninhalt ableiten und von dieser Ableitung eine Zeichentabelle erstellen. Die Ableitung einer Quadratwurzel wird immer berechnet als Bruch, der Nenner ist zweimal die Quadratwurzel, so wie sie da steht, und der Zähler, das ist die Ableitung vom Radikant. Die Ableitung von Pi Quadrat R hoch 4, das ist 4 mal Pi Quadrat mal R hoch 3. Diese Konstante 9V Quadrat fliegt aus der Ableitung raus als multiplikative Konstante. Dann bleibt noch 1 geteilt durch R Quadrat abzuleiten. Und die Ableitung von 1 auf R Quadrat, das ist minus 2 auf R hoch 3. Diese beiden Brüche machen wir noch gleichnamig, ist gemacht. Auch hier unter der Quadratwurzel, auch diese beiden Brüche machen wir gleichnamig, ist gemacht. Und das Ganze vereinfacht sich dann noch zu diesem Bruch. Das ist also die Ableitung der Funktion a. Und von dieser Ableitung erstellen wir jetzt die Zeichentabelle. Die zwei Nullstellen sind hier 0. Dieser Radikant hat keine Nullstelle, der ist immer streng positiv. Und hier ist die Nullstelle, die sechste Wurzel
aus 9v Quadrat geteilt durch 2pi Quadrat. Also der Zähler der Ableitung wird bei dieser Zahl 0. Jetzt schauen wir links von dieser Zahl. Wir nehmen irgendeinen Wert links von dieser sechsten Wurzel, zum Beispiel die 0. Und wenn wir hier r durch 0 ersetzen, ergibt diese Differenz minus 9v Quadrat. Das ist streng negativ. Also ist es links von dieser 0 überall streng negativ. Jetzt schauen wir rechts von der 0. Wir nehmen einen r-Wert streng größer als diese sechste Wurzel. Zum Beispiel zweimal diese sechste Wurzel. Wir ersetzen also hier das r durch zweimal diese sechste Wurzel und werden so eine streng positive Zahl finden. Und daher dieses Plus. Jetzt der Nenner, dieses Produkt. Diese Quadratwurzel ist immer streng positiv. Das Zeichen hängt also nur von r Quadrat ab. R Quadrat ist 0 bei 0, ansonsten immer streng positiv, weil es ja ein Quadrat ist. Also so. Jetzt kommen wir auch schon zur Zeichenzeile von A' von r. Wir sind hier vorsichtig gewesen und haben diesen Bruchstrich hier eingezeichnet. Warum? Weil, sobald unter diesem Bruchstrich eine 0 erscheint, setzen wir einen Schrägstrich, weil man ja durch 0 nicht teilen darf. Ansonsten, negativ geteilt durch positiv ist negativ, negativ auf positiv ist negativ, 0 auf positiv ist 0 und positiv auf positiv macht positiv. Also, so. Und jetzt kommen die Schlussfolgerungen für a von r. Der Radius gleich 0 ergibt für unsere Frittentüte keinen Sinn und einen streng negativen Radius gibt's nicht. Also setzen wir hier in dieses Feld einen Schrägstrich. Da, wo die Ableitung streng negativ ist, da fällt die Funktion, also hier Pfeil nach unten. Da, wo die Ableitung streng positiv ist, da steigt die Funktion, also hier Pfeil nach oben. Und bei dieser sechsten Wurzel ist die Ableitung 0. Das heißt, bei dieser Zahl haben wir eine horizontale Tangente zum Graph von a. Und daraus können wir schließen, dass die Funktion a bei dieser Zahl ein Minimum erreicht. Somit haben wir also bewiesen, dass der Flächeninhalt von dieser Mantelfläche minimal wird, wenn wir als Radius diese sechste Wurzel wählen. Das halten wir hier fest. Und wie groß ist dann die Höhe? Wir wissen, dass die Höhe dasselbe ist wie 3 mal Volumen geteilt durch Pi r Quadrat. Also ersetzen wir in diesem Bruch dieses r durch diese sechste Wurzel, wurde hier gemacht. Die sechste Wurzel im Quadrat, das ergibt die Kubikwurzel. Diese Zahl Pi haben wir unter die Kubikwurzel gesetzt, wo sie zu Pi hoch 3 wird. Und diese Zahl 3v haben wir ausgedrückt als Kubikwurzel von 27 mal v hoch 3. Jetzt haben wir den Bruch von 2 Kubikwurzeln. Das ist die Kubikwurzel vom Bruch. Und dieser Bruch, dieser Radikant, kann noch sehr vereinfacht werden. Und somit haben wir gefunden, dass die Höhe vom Idealfall die Kubikwurzel aus 6v geteilt durch Pi ist. Also insgesamt haben wir herausgefunden, dass die Mantelfläche von der Frittentüte minimal wird, dann und genau dann, wenn wir als Radius die sechste Wurzel von 9 mal Volumen im Quadrat geteilt durch 2pi Quadrat nehmen und als Höhe die Kubikwurzel von 6 mal Volumen geteilt durch Pi nehmen. Und somit ist diese Aufgabe beendet.